Herrlich. Die vollreife Kirsche, saftig, wunderbare Duft schon auch von der Nase her. Die Ernte ist eingefahren in der Kirschmanufaktur Amorella in Mainz-Marienborn. Fritz und Finn Mossel haben alle Hände voll zu tun beim Keltern der reifen Sauerkirschen. Traumhaft ist das, wenn man das sieht. Eine herrlich schöne dunkle Kirschen. Das ist der Höhepunkt, weil man hat ja nur eine Ernte und man arbeitet das ganze Jahr drauf hin. Dann hat man die Natur mit den Hitzeperioden. Und da fiebert man schon, dass man es schön vollreif kriegt. Mit den Mossels ist gut Kirschen essen oder besser trinken, denn am Ende wird ein leckerer Wein daraus. So, Finn, ich probiere mir mal den 22er Jahrgang. Schöne Farbe hat er ja schon mal. Ja, bin mal gespannt. Schön aussehen tut er. Es ist Mitte April. Die größte Kirschplantage von Amorella steht in voller Blüte. Wie jedes Jahr um diese Zeit schielen Fritz und Finn Mossel gebannt auf das Thermometer. Hat der Nachtfrost zugeschlagen? Guck mal, was wir hier Blütenbüschel auch haben. Hoffentlich kriegen wir keinen Frost. Ja, aber die Temperaturen sind ja jetzt nicht ganz so kalt mehr. Da ist kein Frostschaden gewesen. Frost zerstört die Blüten und ohne Blüten keine Kirschen. Doch im Moment herrscht eine Blütenpracht wie aus dem Bilderbuch. Ja, jetzt sieht man schön die Narbe. Ja, ist schön hellgrün, frisch. Ihre kleinen Helfer sind bereits fleißig. Die Bienen eines befreundeten Imkers haben alle Rüssel voll zu tun. Seit 1948 macht Familie Mossel aus Schattenmorellen Kirschwein. Bis heute das Aushängeschild des Betriebes. Acker- und Obstbau sind ihre Standbeine. Sie wirtschaften konventionell. Trotzdem achten sie auf eine möglichst hohe Artenvielfalt in ihrer Plantage, halten zum Beispiel den Streifen unter den Bäumen offen für Wildbienen. Die bange Frage aber bleibt, wie wird das Jahr werden? Also von der Blüte her verspricht es natürlich, eine gute Ernte zu werden. Und schauen mal, wie das Jahr dann weitergeht. Das ist schon eine Pracht hier, oder? Ja. Meine Oma hat immer gesagt, Landwirtschaft bewahrt vor Armut und Reichtum. Also es wird einem nie zu wohl dabei. Es gibt immer wieder ein Auf und Ab. Letztes Jahr hatten wir eine ganz verzettelte Blüte und hatten auch dann eine reduzierte Ernte. Es war nur knapp die Hälfte von einem normalen Jahr gewesen. Das Risiko hat man immer. Die Natur ist da unberechenbar und die Wetterextreme, das merkt ja jeder, werden auch immer mehr. Wir sehen das schon so, dass, also auch ich, dass wir das erhalten wollen. Natürlich kommen immer mehr Schwierigkeiten auf uns zu. Es kommen immer mehr Krankheiten, das merkt man schon. Und ich hoffe mal, dass wir das bewältigen können. Finn will selbst mal Landwirt werden, die Familientradition fortsetzen. Die Mossels leben seit 7 Generationen im sogenannten Chausseehaus vor den Toren von Mainz. Einst eine Zoll- und Pferdewechselstation. Sogar Dichterfürst Goethe hat hier schon genächtigt. Die Mossels packen. Endlich geht es wieder auf eine Messe, nach der langen Zeit der Pandemie. So, das sieht doch gut aus. Tochter Annika hat heute Zeit. Sie studiert internationale Weinwirtschaft, hilft aber, wo sie kann. Dann gehst du es gerade zurück. Sie will später mal im Ausland arbeiten und dann irgendwann in den elterlichen Betrieb einsteigen. Katja Mossel ist Betriebswirtin. Sie ist für die Zahlen zuständig und die strategische Ausrichtung der Manufaktur. Die Slow Food Messe in Stuttgart ist da ein wichtiger Termin. Dort wollen sie neben dem Wein 25 weitere Produkte aus Kirschen präsentieren. Wir haben ja 8 verschiedene Sorten, die wir anbauen, aber nur als Konservenware, was man ja früher so gekannt hat, ist es einfach viel zu schade. Also man sagt mir, die Süßkirsche ist zum Frischessen da und die Sauerkirsche wunderbar zum Verarbeiten, weil die halt so eine schöne Säure hat. Und dadurch ist dieses süße Säurespiel ist was ganz Tolles. Und ja, das kann man halt wunderbar durch den Wein auch hervorbringen.
Vor 20 Jahren haben Katja und Fritz den Hof übernommen. Die beiden sind zu einem Team geworden. Fritz macht mit Finn den Außendienst in der Plantage und in der Kälterei. Katja kümmert sich zusammen mit Annika um den Innendienst, also die Vermarktung und die Betriebswirtschaft. Dieser Zusammenhalt war extrem wichtig während der Pandemie, sonst hätten sie als Familienbetrieb womöglich nicht überlebt. Wir haben 2 Jahre jetzt keine Messen gehabt. Das war für uns wirtschaftlich schon gravierend, muss man sagen, weil wir sonst viel auf Messen auch gehen, deutschlandweit, Weinmessen. Ja, und das hat uns sehr gefehlt, der Kontakt. Aber auch die Bäume draußen haben eine Art Epidemie durchlitten. In der Plantage direkt vor dem Hof sind ihr einige hundert zum Opfer gefallen. Ja, das ist was ganz Dramatisches, was hier passiert ist. Wir hatten hier im letzten Jahr an 2 Bäumen von den 600 festgestellt, dass wir Blattveränderungen haben. Daraufhin haben wir eine Virusuntersuchung, PCR-Test machen lassen. Also Corona bei Kirschbäumen? Oder? Ja, so kann man das schon sagen. Ja. Also die Viren, die sind auch an Pflanzen. Und dieser Virus, das ist das Stecklenberger Virus, das ist ganz dramatisch. Das Virus lässt die Bäume langsam sterben und wird von Insekten übertragen. Und da hilft nur Roden. Da blutet einem sehr das Herz, wenn man solche Bäume roden muss. Denn die 6 Jahre alten Bäume waren gerade so weit, dass sie das erste Mal getragen hätten. 6 Jahre hätscheln und tätscheln umsonst. Die königliche Amarelle ist eine der 4 Sauerkirschen, die im UNESCO-Welterbegebiet Obus Mittelrhein entdeckt wurden. Also eine absolute Rarität, die wir hier aufgepflanzt haben. Jetzt haben wir hier über die letzten 6 Jahre einen Wuchs etabliert. Und jetzt die Mitteilung, dass wir auch hier Stecklenberger haben. Deswegen haben wir alle Blüten schon abgerissen, damit eben keine Übertragung stattfinden kann an die anderen Bäume, weil hier haben wir noch 3 Raritäten. Minister von Podbielski, auch eine absolute Rarität. Koröser Weichsel, das ist so ein bisschen unser historischer Obstgarten. Auch er ist jetzt bedroht. Doch lamentieren hilft nicht. Noch ein Tag bis zum Messebeginn. Die ganze Familie ist jetzt gefordert. Die Veranstaltung der Slow Food Bewegung ist ein sehr wichtiger Termin und zieht kaufkräftiges Publikum an. Dass auch hier die Kinder mit anpacken, keine Selbstverständlichkeit. Schätze ich sehr, dass wir, sind ja schon erwachsene Kinder, dass sie uns da so unterstützen, wir zusammen da sind. Und die Annika war jetzt die letzten 2 Tage, hat sie noch Vorlesungen gehabt, konnte sie nicht kommen. Und das hat mir schon gemerkt, wie das dann auch fehlt, weil wir sind schon ein eingespieltes Team. Die Mossels präsentieren sich als erfolgreiches Familienunternehmen. Eine rundherum stimmige Erzählung, von der Historie über gelebte Nachhaltigkeit bis hin zur intakten Familie. Das braucht es nicht nur bei diesem Termin. Das zieht generell bei Kunden, weiß Katja, und sie überlässt dann auch nichts dem Zufall. Denn die Kunden sollen ja kaufen. Wein, Sekt, Likör, Brand und so weiter. Die Produktvielfalt ist groß. Und kann hier auf der Slow Food Messe auch gerne probiert werden. Also für mich ist es am wichtigsten, eine Rückmeldung zu haben, dass es schmeckt. Und wenn die Leute dann was kaufen, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Aber das größte Kompliment ist eigentlich das, wenn es schmeckt. Ein Kompliment, das auch in Form von Auszeichnungen daherkommt. Die Auszeichnung zum Markthelden etwa. Von den, ich glaube, rund 190 Ausstellern haben 10 diese Marktheldenauszeichnung. Bedeutet, dass wir nochmal speziellen Kriterien unterlegen sind, der Prüfung, gewisse Anforderungen, die wir mehr erfüllen müssen, auch speziell auf Nachhaltigkeit. Und diese haben wir wieder erfüllt. Wir sind jetzt zum 3. Mal Marktheld geworden und das macht uns sehr, sehr stolz. Nicht nur Wein, auch Saft, Essig, Pralinen und Kirschkonfitüre warten darauf, die Gaumen der Besucher zu kitzeln.
Möglichkeit, überzugehen. Dadurch wird das so angenehm. Und was für eine Kirsche ist das? Sie haben ja jetzt auch den halbtrockenen, das ist richtig schön fruchtig, die Kirsche. Ja. Das Publikum ist international. Hier kann Annika vieles aus ihrem Studium gleich in die Praxis umsetzen. Put it out of the fridge and open the bottle, so it can get a little bit air and the whole aroma came out. Und plötzlich, ganz unerwartet, hoher Besuch. Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister. Freut mich, hallo, Tag. Hallo, von der Amarena Kirschmanufaktur. Schön, dass Sie zu uns kommen. Wenn Sie gerne was probieren würden, hätten wir auch ein Mini-Schluckchen. Wein und sowas. Ja, Wein besser nicht, weil ich muss das schaffen. Ja, dann hätten wir was als ein Direktsaft, 100% Frucht. Mhm. Ganz fruchtig, das ist nur Sauerkirsche und Traube, sonst nichts dazu. Also probieren Sie mal zum Wohl. Das schmeckt klasse. 70% Frucht. Sonst haben sie ja meistens, wenn sie Glück haben, 10%. Ja. Kein Zucker, kein... Genau. Ja, das macht ja auch mit den Geschmacksnerven, wenn man schnell dieses süße, ja, süße Zeugs zu sich nimmt. Ja, das ist einfach, genau, das ist halt die Kirsche pur. Den Kampf trage ich auch zu Hause aus, mit Cola, mit Fanta und so. Ja gut, unsere Kinder kennen es nicht anders. Und schwupp ist er wieder weg. Zu Hause in Marienborn. Es ist Anfang Juni, die Kirschen sind noch grün, werden langsam dicker. Doch es gibt wieder ein Problem, Monilia. Diesmal ein Pilz, der die Spitzen der Äste befällt, sich langsam zum Stamm hin bewegt und den Baum schließlich absterben lässt. Da hilft nur eins, abschneiden. Die Spitzendürre ist zwar nichts Neues, doch der Befall ist recht hoch und war so nicht eingeplant. Fritz, hier müsste, da komme ich nicht dran. An Hilfskräfte ist Anfang Juni nicht zu denken. Helfer kommen erst, wenn im Herbst überall die Ernte in der Landwirtschaft ansteht. Finn und Annika sind in Schule und Studium. Das bedeutet, Fritz und Katja müssen selber ran. Das ist ja letztlich dann, wenn das weiter ins Holz geht, schädige ich ja als mehr den Baum. Und wenn wir jetzt schon die Arbeit uns machen und hier durchgehen, dann will ich das ja, dass ich den Baum gesund erhalte, das ist ja unsere Existenz. Es ist ein immerwährendes Ringen mit der Natur und dem Klimawandel. Also es gibt natürlich die üblichen Verdächtigen, die jedes Jahr kommen, wie jetzt auch die Monilia, die wir da haben. Aber es gibt immer wieder auch neue Dinge, die auftreten. Zum Beispiel haben wir seit 2 Jahren jetzt Wansen und die führen dann richtig zu Verkrüppelungen. Das kommt von Norditalien. Kommt das Ganze rauf, die marmorierte Baumwanze. Und so müssen die Chefs immer wieder mit aufwendiger Handarbeit ihre roten Früchtchen selbst verteidigen. Ihr Betrieb ist einfach zu klein. Erntehelfer mal kurz ausleihen, das geht nicht. Wenn Sie jemanden anstellen, der muss ja dann ganzjährig beschäftigt sein. Und diese ganzjährige Beschäftigung ist bei unserer Kirschmanufaktur einfach nicht gegeben. Und ich meine, die Erntehelfer, die Saisonarbeitskräfte, die ja kommen, die wollen Geld verdienen, die wollen ja nicht zu Hause sitzen. Aber es erlaubt die Gesetzgebung nicht, dass wir hier Mitarbeiter austauschen dürfen. Leider. Also das würde uns merklich helfen. Das würde auch in vielen anderen Bereichen wäre das viel, viel besser, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das wären super Synergieeffekte, wenn das die Gesetzgebung erlauben würde. Ja. Normalerweise ist zu dieser Zeit wenig Pflege in den Baumreihen nötig. Doch auch die Trockenheit fordert ihren Tribut. Tanks für die Bewässerung müssen herangekarrt werden. Wir haben Regenwasser, was wir sammeln. Und das bringe ich jetzt hier den Bäumen zu. Haben wieder ein sehr trockenes Jahr, das 9. Jahr in Folge, wo wir viel zu trockenes Frühjahr haben. Von daher ist es jetzt wichtig, dass wir hier Wasser dazugeben, um eben eine optimale Versorgung zu haben. Fritz Mossel verbindet die Tanks mit der Tröpfchenbewässerung, die er vorsorglich in der ganzen Plantage verlegt hat. Kleine Röhrchen verteilen das Wasser. Sparsam und effektiv.
Wenn die Trockenheit zu groß wird, dann findet kein Stoffwechsel mehr im Baum statt. Das heißt, wir erhalten dann eine Reifeverzögerung. Das hatten wir vor 2 Jahren ganz massiv gehabt, hatten wir eine große Hitzewelle. Es hat keine Reife, keine Zuckerproduktion etc. mehr stattgefunden. Die Kirschen sind stehen geblieben. Der Baum hat auf Lebenserhalt quasi geschaltet und hat nur versucht zu überleben noch und konnte dann nicht mehr die fast reifen Kirschen versorgen. Fritz Mossel kann seinen Schattenmorellen mit der Bewässerung etwa 30 Liter pro Baum verabreichen. Das Gute ist ja, dass die direkt in die Wurzelzone eindringen. Also wir haben nur eine ganz kleine Oberfläche, wenig Verdunstung und eine ganz effiziente Bewässerung, weil eben diese 30 Liter der Wurzel direkt zugeführt werden. Das Jahr schreitet voran. Der Juli zeigt sich in aller Pracht. Die ersten Kirschen des Landes sind reif, wie so oft am Mittelrhein. Insgesamt 86 alte Kirschsorten wachsen hier. Man versucht, sie so zu erhalten und vor dem Vergessen zu bewahren. Eine Genusswanderung von Slow Food über den Velsener Kirschenpfad. Da dürfen Katja und Fritz Mossel natürlich nicht fehlen. Ein Austausch von Experten und Obstfans, die die lange Kirschtradition am Mittelrhein feiern. Uralte Sorten wie die Schneiders späte Knorpel, Landelle oder Geisepitter. Eigentlich waren die Kirschen immer für die Könige gewesen. Und erst dann in der preußischen Zeit ist es dann so weit gekommen, dass 1830 dann der erste Kirschmarkt in Bad Salzig entstanden ist. Und dort wurden Kirschen verkauft, die kennen wir heute noch. Zum Beispiel die Geisepitter oder die Kesserter Schwarze. Die Kinder mussten immer ganz hoch. Sie waren wendiger auf den langen Leitern. Die Ernte in den Steilhängen war mühsam und gefährlich. Doch das Geschäft mit den Kirschen boomte. Ein echter Exportschlager. Die Geisepitter hat man mit den Schiffen bis nach London gefahren, in den Körben mit einem feuchten Tuch darüber. Ich weiß nicht, wie lange die bis nach London gebraucht haben. Die waren bestimmt schon braun. Und haben sie trotzdem verkauft. Kirschexperte Frank Bövinglo bedauert, dass inzwischen viele der alten Sorten vom Aussterben bedroht und längst aus den Obstabteilungen der Supermärkte verschwunden sind. Dass es genau wie bei Äpfeln, alten Apfelsorten, auch bei Kirschen unheimliche Geschmacksunterschiede gibt. Da ist der Aldi und der Herr Lidl und wer da noch sich tummelt. Und dann will man eben Sorten haben, die von Nord bis Süd quasi im gleichen Zeitraum verfügbar sind, weil die Werbekampagnen etc., die ganze Logistik, die dahinter steht, ja auch darauf aufgebaut ist. Und darum will man gar keine Vielfalt vom Handel haben. Die sind froh, wenn sie nur ein paar Sorten haben. Und nur die, die auch abgenommen werden, können natürlich auch von den Obstbauern angebaut werden. Das ist halt auch ein Problem. Es sei denn, man hat Spaß an den alten Sorten wie die Mossels. Und dann endlich der Höhepunkt der Wanderung, die Verkostung. Die hatten wir auch mal. Haben wir aber auch eine andere Sorte, wenn wir eine andere Sorte bekommen. Viele Leute haben mir gesagt, dieser Bitterton da drin. Aber sehr gut. Genau. Richtig herzförmig. Das ist auch schön. Zum Frischessen sind Süßkirschen klasse. Ja, gar kein Thema. Da lacht schon das Auge. Ja, also es ist schön dargerichtet. Ja, einfach den Leuten mal wieder zu zeigen, Mensch, was haben wir eigentlich für eine tolle Vielfalt. Es ist so bedauerlich, dass das nicht mehr genutzt wird. Ja. Umso trauriger, dass die Mossels zu Hause inzwischen auch noch die letzten historischen Bäumchen wegen des Virus fällen mussten. Inzwischen sind bange Wochen vergangen. Immer zittern, vor Schädlingen, vor Hitze und Starkregen. Kommt erst der Hagel, ist alles zu spät. Doch endlich, die Schattenmorellen sind reif und könnten schöner nicht sein. Wer hätte das gedacht? Jetzt heißt es, die Kirschen schnell vom Baum bringen, bevor andere sich an ihnen gütlich tun. Aber die Erntehelfer kommen nicht. Ihr polnischer Vorarbeiter mit seinen ukrainischen Männern, sie stehen an der Front. Die Mossels bedrückt diese Vorstellung, denn man kennt sich seit Jahren. Bleibt nur die Handpflücke mit den Nachbarn. Katja Mossel koordiniert jedes Jahr um die 15 Freiwillige aus der Umgebung, die abwechselnd eine Woche lang helfen. Auch Annika hat sich freigenommen. Es muss schnell gehen, denn es ist einfach zu heiß und Schädlinge lauern auf ihre Chance. Familie und die Ernte sind jetzt wichtiger als das Studium. Richtig schöne Kirschen, schön dunkelrot, so wie wir sie wollen.
Auch schön groß dieses Jahr. Da hatten wir richtig Glück hier in der Anlage. Auf jeden Fall sehr schön. Natürlich immer mal wieder noch ein paar helle dabei, aber die selektieren wir dann raus, weil wir wollen wirklich nur die schönen dunkelroten Kirschen haben. Und davon gibt es reichlich in diesem Jahr. Herrlich. Prachtvoll. Guck mal, so schöne, dicke Kirschen. Wenn man die Box drüben mal sieht, also da lacht mein Herz, muss ich sagen. Das ist wirklich schön. Nein, also wir halten nach wie vor die Luft an, um Gottes Wille. Und die Hitze, die bewirkt auch, dass wir so eine ungleiche Abreife haben. Natürlich hält mir immer die Luft an, die Kirschessigfliege, die ist auch da. Und deswegen, also da ist mir schon im Hab 8. Und da muss man schon gezielt mit Pflanzenschutzmitteln auch arbeiten. Verschiedene gibt es Strategien auch, die mit der staatlichen Beratung zusammen entwickelt werden. Und zum Glück hat das dieses Jahr funktioniert, das muss man bei uns sagen. Also da sind wir sehr froh drum. Finn ist jetzt auch dabei, direkt nach der Schule aufs Feld. Es sind Freunde und Stammkunden, die hier aushelfen und das Landleben vor den Toren der Stadt genießen. Wie oft sind wir schon dabei? Seit meiner Rente sind regelmäßig. Also das ist was, was ich hoch und heilig halte. Was aus meiner Kinderzeit schon ist, was ich damals schon genossen habe und was ich heute eigentlich noch mal wieder ganz besonders kostbar finde. Das ist schon was Schönes. Ich meine, Annika und Finn, die waren 2-3 Jahre alt, da seid ihr schon mitgegangen. Da haben wir uns ja auch kennengelernt dann. Ja. Weißt du noch, wie der kleine Finn bei der Gabi? Ja, Zeit vergeht. Ja. Jetzt guckt ihr uns auf den Kopf. Und fährt mit dem großen Traktor. Auch das. Gerade wenn man so lernt, dann ist man ja oft drin und dann noch raus an die frische Luft zu gehen mit den ganzen Leuten hier. Das ist auch immer wieder schön, die sich dann jedes Jahr wieder zu sehen. Das ist einfach immer wieder schön, dann den Ausgleich zu haben und draußen zu sein. Ja. Der Lohn ist das Gemeinschaftserlebnis. Und ein leckeres Mittagessen, das wie immer die Oma für alle kocht. Und übrigens? Im Dialekt heißt Kirsche Roppe. So wird es bei uns hier genannt. Aber ich glaube mal so, allgemein wird es als Kirschenpflücken bezeichnet in Deutschland. Aber das ist ja das Schöne, diese Vielfalt, das macht ja auch Deutschland spannend, dass man da überall andere Worte gebraucht. Und also wir tun Kirsche Roppe. Die per Hand gerobbten Kirsche haben die höchste Güte. Sie werden zu Kirschbrand verarbeitet. Die meisten Bäume müssen die Mossels inzwischen aber maschinell ernten. Denn das Zeitfenster für die Ernte wird immer kürzer. Auch das eine Folge des Klimawandels. Dieser Morgen beginnt erstmal mit Warten. Es gibt ein Problem mit der Erntemaschine. Alle sind wegen der Hitze extra früh aufgestanden. Und jetzt das. Irgendwo tritt Hydrauliköl aus. Dieses ist zwar rein pflanzlich und ungefährlich, aber trotzdem will es Fritz Mossel nicht in seiner Kirschernte haben. Zum Glück ist das Leck bald gefunden. Endlich kann es losgehen. Die große Maschine leihen sich die Mossels von einem Kollegen aus. Ein absolut kurioses Gerät. Es bringt Bäume zum Tanzen. Nur 2 Minuten benötigt die Maschine, um einen Baum abzuernten. Doch beim maschinellen Schütteln bleibt einiges hängen. Ja, das sieht mehr aus, als es eigentlich ist. Klar, es geht nicht 100% runter, aber es würde sich nicht rechnen, jetzt das nochmal nachzugehen und zu pflücken, weil einfach die Lohnkosten sind zu hoch. Wir haben es auch schon ausprobiert, uns tut es auch in der Seele weh. Aber die Handpflücke, da kriegt man was in Eimer, da hat man kurze Wege. Wenn ich einen ganzen Zweig voll habe, dann habe ich natürlich viel mehr im Eimer, als wenn ich jetzt hier und dann laufe ich einmal um den Baum rum. Also ich muss ja betriebswirtschaftlich denken, ja. Also ich muss die Wege berechnen und da ist einfach der Aufwand ist
so weh, wie es einem tut. Als Anbauer rechnet sich wirtschaftlich nicht, leider. Dünger und Betriebsmittel, Energiekosten. Die Preissteigerungen und die Inflation machen Katja Mossel große Sorgen. Vielleicht haben wenigstens die Vögel noch etwas von den zurückgebliebenen Kirschen. Diese Kirschen werden gleich nach Baden-Württemberg gefahren. Sie werden dort zu Saft verarbeitet. Der Transporter wartet schon. Und mit dem gleichen LKW kommen heute Abend umgehend die vollen Saftflaschen zurück. Der größte Teil der Ernte wird zu Wein verarbeitet. Zuerst werden dazu die Kirschen gemahlen. Also, sie werden nur gequetscht, damit sie aufplatzen und ihre Steine unversehrt bleiben. Denn diese enthalten Blausäure. Traumhaft ist das, wenn man das sieht. Herrlich schöne, dunkle Kirschen. Das ist der Höhepunkt. Weil man hat ja nur eine Ernte und man arbeitet das ganze Jahr drauf hin. Dann hat man die Ernte im Haus und hinter Plubbert schon ist sicher, fängt an zu gären. Ja, das ist das Schönste. Die Gärgase kommen von den Hefen, die Fritz Mossel der frischen Maische zusetzt. Er nutzt Reinzuchthefen. Sie sind aromaschonend und vermeiden Fehlgeschmäcker, muffig oder harzig beispielsweise. Es geht immer darum, den feinen Kirschgeschmack zu retten, ihn ins Glas zu bringen. Vor allem bei Kirschbrand ist das wichtig. Jedes der 25 Produkte hat eine andere Logistik, andere Herausforderungen an eine schnelle Verarbeitung. Der letzte Schritt vor dem Fass, die Kelter. Herrlich. Vollreife Kirsche, saftig, wunderbare Duft schon auch von der Nase her. Die Kelter ist sein altes Schätzchen. Und es funktioniert wie eh und je. Die Museen werden sich noch nicht danach reisen, aber im Weinbaubereich absolut historisch, kein Thema. Man merkt ihm die Entspannung an. Fritz Mossel ist erleichtert, seine Ernte gut nach Hause gebracht zu haben. Der Lohn für ein Jahr Arbeit und Nerven flattern. Der Saft rauscht. Gibt es ein schöneres Geräusch hier? Vielleicht Blasmusik? Die Mossels feiern ihr Jubiläum. 200 Jahre ist das Mainzer Chausseehaus im Familienbesitz. Es ist Anfang September und sie hatten überlegt, auf das Hoffest zu verzichten. Der Krieg in der Ukraine, Inflation und Energiekrise. Die immense Kostensteigerung lässt die Kaufkraft der Kunden sinken und keiner weiß, wie es mit Corona weitergeht. Die Mossels machen sich Sorgen, aber sehen das Fest auch als Verpflichtung. Ihre Freunde fangen sie auf. Jetzt langsam werden wir ein bisschen entspannter. Genau, ja. Nein, aber dank den Helfern haben wir wirklich super den Rücken freigehalten bekommen, sodass wir hier nett auch mich mit den Leuten unterhalten haben. Es sind ja auch viele gekommen, extra für uns, und es macht einen stolz. Und es macht Mut, einfach weiterzumachen, damit die 8. Generation auch noch von der Königsfrucht leben kann. Die Besucher lassen es krachen. Und wie soll es anders sein? Am Ende gibt es dann noch von der Oma den Lieblingskuchen von Fritz Mossel. Ein ordentlicher Kirschstreusel. Natürlich mit der historischen Korröser Weichsel. Die Mainzer Kirschmanufaktur. Sie lebe hoch!